Dieses Video zeigt, wie Sie OneNet E-Faxe senden und empfangen. In unserem Video Erste Schritte sehen Sie, wie Sie die E-Fax-Funktion grundlegend einstellen. E-Faxe können Sie entweder aus einer Anwendung oder über Ihr E-Fax-Portal verschicken. Das erreichen Sie über den OneNet Manager oder den direkten Link. Auf der Startseite sehen Sie den Reiter Senden. In der Zeile An geben Sie die Faxnummer des Empfängers ein. Ein Druck auf die Eingabetaste fügt diese zur Empfängerliste hinzu. Sie können auch eine E-Mail-Adresse eingeben. Dann bekommt der Empfänger Ihr Fax als PDF-Anlage. Bitte denken Sie dran, der Empfänger kann nicht auf diese E-Mail antworten. Über das Adressbuch können Sie gezielt nach einzelnen Kontakten suchen. Gefunden? Dann klicken Sie einfach auf die jeweilige Rufnummer des Empfängers. Sie können bis zu 25 Nummern oder Adressen eingeben, aber maximal 2000 Zeichen insgesamt. Sie können Ihrem Fax auch ein Deckblatt hinzufügen. Setzen Sie dafür den Haken. Für die Betreffzeile haben Sie maximal 255 Zeichen. Und für den Text maximal 4000 Zeichen. Unter Faxnachricht planen können Sie das Fax erst zu einem bestimmten Zeitpunkt senden. Unter dem Punkt Anlagen hinterlegen Sie Ihr eigentliches Fax. Dateien im Format PDF oder auch Bilddateien wie JPEG können Sie hier per Drag and Drop hinzufügen. Bitte denken Sie an die maximale Größe von 100 MB. Zum Abschluss können Sie das Fax sofort senden oder erstmal die Vorschau anschauen. Hier sehen Sie die Vorschau der einzelnen Seiten Ihres Faxes mit Deckblatt und Kopfzeile. Mit dem Button Unterschrift hinzufügen setzen Sie Ihr vorher hochgeladenes Unterschriftenbild auf die jeweilige Seite. Diese können Sie dann einfach mit der Maus an die richtige Stelle verschieben und die Größe anpassen. Wie Sie Ihr Deckblatt und die Kopfzeile anpassen sowie Ihre Unterschrift hochladen, sehen Sie in unserem Video OneNet E-Fax Erste Schritte. Klicken Sie auf Senden. Möchten Sie Ihr Fax stattdessen direkt aus einer Anwendung heraus senden? Dann nutzen Sie gern unseren E-Fax-Druckertreiber. Die Installation und Einrichtung sehen Sie ebenfalls im Erste Schritte-Video. Rufen Sie in der Anwendung die Druckfunktion auf. Wählen Sie als Drucker OneNet E-Fax Druckertreiber. Legen Sie dann die gewünschten Druckeinstellungen fest, wie zum Beispiel den Seitenbereich. Klicken Sie auf Drucken. Geben Sie im Feld An die Faxnummer oder E-Mail-Adressen der Empfänger ein. Die Handhabung und die Zeichenbegrenzung sind hier die gleichen wie im E-Fax-Portal. Setzen Sie den Haken bei Bestätigungsmail, wenn Sie eine E-Mail-Bestätigung brauchen, dass die Faxnachricht gesendet wurde. Klicken Sie auf Senden. Diese Dateitypen werden aktuell in Kombination mit dem Druckertreiber unterstützt. Wenn Sie eine Faxnachricht bekommen, sendet Ihnen OneNet E-Fax eine E-Mail mit dem Fax als PDF-Anhang an die im E-Fax-Portal hinterlegte E-Mail-Adresse. In der E-Mail finden Sie neben der eigentlichen Faxnachricht auch Infos zum Absender und Empfangszeit. Sie können die E-Faxe auch direkt über Ihr E-Fax-Portal abrufen und einsehen. Unter dem Reiter Suchen finden Sie eine Übersicht aller versendeten und empfangenen Faxe sowie den Empfänger und Sendungsstatus. Es werden bis zu 500 E-Faxe gespeichert. Sobald Sie ein weiteres E-Fax empfangen, wird das jeweils älteste gelöscht. Über die verschiedenen Filter können Sie gezielt nach Faxnachrichten suchen und sich eine Kopie herunterladen. Haben Sie weitere Fragen? Dann besuchen Sie unsere Online-Hilfe. Ihr Vodafone Business Team.